Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei der weiteren Folge Ark Aberration 2024. So, ich habe mich jetzt entschieden, was wir machen. Ich habe Alexina vollgehielt, ich habe währenddessen nochmal gewartet. Es sind nochmal zwei neue Eier gekommen. Ich habe Kibbel eingepackt, ich habe das Hammelfleisch eingepackt. Ich habe eine Foundation eingepackt, um den Basilisken zu trappen. Da gibt es einen relativ guten Trick, der da recht simpel funktioniert. Ich hoffe, ich mache das auch noch richtig. Weil sonst kann es sein, dass ich mein Schulterpad dabei verliere. Das heißt, ich bin sowohl für Basilisk als auch für den eventuellen Fall, einen Baryonyx zu finden, gerüstet. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich kann jetzt hier entweder organisatorische Folgen mit Wir suchen Tiere Folgen hier plempern oder im Wechsel quasi machen, was zum Spiel dazugehört, aber zum Zuschauen wahrscheinlich arschlangweilig ist. Oder ich benutze diesen Tracker hier und weiß sofort, wo alles ist, was aber auch arschlangweilig ist. Und dann ist mir eingefallen, ich habe diesen Kollegen hier noch. Das ist ein Dino-Tracker, der dir die Tiere in einem kleinen Radius anzeigt. Und das wäre eigentlich eine ganz gute, ja, ich sag mal, Zwischenlösung, mit der wir irgendwo hinfliegen, da die Area scannen und dann halt weiter gucken. Ich glaube, das ist wesentlich interessanter, als wenn ich jetzt hier, ja, keine Ahnung, an der Base bastel, während ich aufs richtige Rockdrake-Ei warte. Hier vorne liegt auch noch eins gerade. Das dauert jetzt noch 2 Minuten. Das wird dann eh automatisch... Oh, hier ist direkt noch eins. Hier ist direkt noch eins. Das brüten wir auch mal gleich aus. Und wenn wir zurückkommen, werden wir sehen, ob was Nützliches dabei ist. Genau, wir haben immer noch ihn hier, wo ich noch überlege, wie war, wo, was, wann. Eigentlich brauche ich einen männlichen Rockdrake. Einen weiblichen, das ist ja ein männlicher. Und dann kommt Alexina ins Spiel. Der ist wieder komplett full geheilt und ready for takeoff. Ich würde sagen, wir gehen in die Blue Zone zuerst. Weil da finden wir alle drei Tiere. Das einzige Biom, wo wir alle drei Tiere finden. Und wir halten uns jetzt einfach mal hier irgendwo in der Nähe von Gewässern auf. Genau, hier ist doch auch relativ safe. Dann können wir nämlich hier mit der 0 den Dino-Tracker anwählen, wilde Dinos anzeigen und können jetzt zum Beispiel Basilisk, Level 12 ist einer in der Nähe, und Baryonyx 102 und 96 Bass. Das Gute ist sogar, dass die beide mit BA anfangen. Und ich könnte jetzt auch theoretisch Spino gucken, aber da ist hier in den offeneren Gebieten, glaube ich, meistens keiner. Und ich bleibe wieder an der Foundation hängen, das ist schlecht. Ich glaube, ich habe schon den ersten Aal gesehen, der da auf mich zugezischt kam. Diese Kackviecher, die... So, die sind auch nur hier, damit sie das Leben schwerer machen können. Man kann die tamen. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, ob die überhaupt irgendwas können. Ich glaube nicht. Oh. Ich habe Licht vergessen. Deswegen kommen die Nameless. Das passiert ganz gerne mal. So, bist du zu spät gedasht. Dann gucken wir jetzt hier nochmal. Also mit der Methode ist es, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg. Wir haben 120, den kennen wir schon. Wir haben keinen Basilisken und auch keinen Spinomino. Ich glaube, ich werde mal kurz den Tracker auf die 1 hauen. Da komme ich nämlich besser dran. Und abbauen müssen wir eh gerade nichts. So, einmal hier rüber. Jetzt geht das hier rucki-zucki, pass auf. Nö, oder auch nicht. Oder es ist auch nach wie vor alles Schrott. Naja, das kann auch sein. Spino ist mir sowieso am liebsten, wenn wir das noch nicht machen. Oh, und das deswegen auf die 1. Weil ich vergesse es ganz gerne mal auszurüsten. Oder halt wieder zu entrüsten. Und das ist nicht so gut. So, dann einmal hier rüber. Wir gehen einfach mal... Wir könnten eigentlich auch mal ganz kurz einen Blick hier runterwerfen. Wir haben ja die neue Rüstung extra angelegt letzte Folge. Das heißt, die Strahlung kann uns eigentlich wieder ziemlich egal sein. Und dann können wir ja mal kurz hier luken, ob sich da entweder ein Spino verbirgt, der was kann. Ich weiß, wir haben irgendwo mal einen 156er, glaube ich, gefunden, der auch nicht so schlecht war. Ich weiß nur gerade nicht mehr, ob das hier war. Ich glaube nämlich nicht... Bin mir ziemlich sicher, das war woanders. Da unten ist noch einer. Das war, glaube ich, da, wo wir die Ravager geholt haben, die letzten. Das heißt, das ist auf einer ganz anderen Seite gewesen von diesem Biom. Und wir werden hier
jetzt da, glaube ich, nichts finden. Wir müssen hier sowieso bald wieder hin, ne? Denn auch Reaper, klarer Fall, kommt auch noch dran. Wir wissen ja schon, wie es läuft. Nun, theoretisch, weil praktisch finden wir die Tiere leider nicht. Mal gucken, ob das beim Reaper genauso ist. So, wir sind jetzt hier bei unserem sehr, sehr luxuriösen Außenposten. Und ich gehe aber mal hier unten ein bisschen entlang und wir gucken mal. Spino würde ich jetzt erstmal nicht priorisieren. Weil das ist auch eher generell so ein optionales Ding, weil wir ja den Megalos haben. So, ah, jetzt drücke ich auf die 0 aus Reflex, weil da vorher der Trigger war. So, und bam, Baryonyx Level 90, no thanks. Das geht ja genau so weiter, wie es eben aufgehört hat. Basilisken findest du halt auch in der Green Zone deutlich mehr. Aber das ist halt das einzige Biom, wo wir alle drei Tiere finden. Also mir wäre kein anderer Spot als hier irgendwo näher der Gewässer vertraut, um das zu machen. So. Nein, das war schon richtig. Einmal kurz hoch, großer, jawohl. Okay. Aber immer mal wieder scannen. Ich bin ja vor allem für Basilisken und Baryonyx jetzt ganz gut ausgerüstet. Hier sind zwei Level 30er. Mich beruhigt schon mal, dass wir dauernd irgendwo welche angezeigt bekommen, obwohl ich hier sehr selten welche sehe. Das ist ein gutes Zeichen. Dass wir vielleicht, was das angeht, zumindest ein bisschen mehr Glück bekommen. Was war das denn gerade? Die Rocktrakes sind manchmal ein bisschen eigenwillig und ich bin gerade ein bisschen 24. Es gibt aber schon einige hier in der Gegend, ne? Also, die sind alle Müll bis jetzt. Aber es gibt ein paar. So, direkt nochmal gucken. Nein. Es ist unfassbar. Das sind halt so Dinge, ne? Da kann ich auch nicht wirklich was machen. Ich kann zwischen den Folgen 3 Stunden hier rumrennen. Aber da habe ich massiv keinen Bock drauf. Also, irgendwo ist dann auch mal gut mit Quality of Life im Let's Play. Irgendwann sagt die sadistische Ader, lass sie mitleiden. So. Tracker und Baryonyx. Wird Baryonyx so auf jeden Fall. Das wissen wir jetzt. Genau, erstmal runterscheißen. Vielleicht irgendeinem Low-Level Baryonyx auf den Kopf. Der stirbt dann wahrscheinlich dadurch. Und dann kommt ein besserer. Davon kann man ja ausgehen, wenn man sonst keine Hoffnung hat. Und so würde ich uns einschätzen aktuell. Gut. Ja, Mann, ich hatte halt so viel Glück mit den Rocktrakes. Ich schätze, irgendwo habe ich es verdient, dass wir jetzt leiden. Wobei, ich habe mir es ja auch nicht ausgesucht. Ist ja nicht so, als hätte ich dann Deal gemacht oder irgendwas. Ja gut, hier oben werde ich sowieso nichts finden. Ja, wir könnten eigentlich mal da hinten so in die Richtung gehen. Oh, da war der Glowbug war im Weg. Den habe ich nicht mal gesehen. So sehr war der im Weg. Okay. Excuse moi. Da ist er. So. BA findet mir nix. BA für bis anders wann, denn hier findest du nix. Oh. Welch schöne Gegend sich hier befindet. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier ist dann alles ein bisschen rötlicher. Strahlung gibt es aber hier, glaube ich, auch keine. Ich meine, selbst wenn, wäre es auch egal. Aber hier gab es hier Wasser? Ich weiß gerade nicht. Ich sehe zumindest keins und das ist dann schon mal nicht so gut. Ich meine, die Areas sind groß und viele Sachen sehen sehr gleich aus. Deswegen ist es möglich, dass ich hier auch einfach wirklich was übersehe. Hier ist aber kein Wasser. Hier brauche ich nicht suchen nach Baryonyx. Gut, ich kann... Falsch. Jetzt auch gleich auf der Null lassen können, wenn ich es dauernd verwechsel. Gut, kein Baryonyx, kein Basilisk, kein gar nichts. Und irgend so ein Level 20 Vieh kommt mir nicht ins Haus. Sofern man unsere Base als Haus bezeichnen kann. So. Wieso kann ich denn gerade... Wo ist mein Steuerkreuz? Da bist du.
Okay, warum auch immer. Zack, dann machen wir es halt so. Und ich glaube, hier habe ich auch schon gescannt. Da ist der Alpha Kakinos wieder, genau. Das ist mein alter Base-Spot, glaube ich, gewesen. Ich weiß halt nicht mehr, wo ich noch gucken soll. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viele Baryonics gesehen, schon, die alle Müll waren. Da sind wieder zwei. Ich nehme bald einfach Krokodile und scheiß drauf. Also ich schäme mich dafür, dass wir jetzt hier drei Folgen hintereinander eigentlich schon verzweifelt nach irgendwas suchen, aber nichts finden. Gut, die letzte Folge war mehr so organisatorisch, aber... Naja, eigentlich ist es ja die hier auch, solange du nichts findest. Es ist wirklich... Es ist krass. Als hätten wir das Glück aufgebraucht mit den Rockdrakes. So, als hätte ich mir das ausgesucht, dass wir krasse Rockdrakes bekommen, weißt du? Wow. Warum wäre ich dafür bestraft? Level 12, oh mein Gott. Was? Ist das ein Loot-Job? Es scheint fast so. Aber der ist weiß, wenn da einer ist, dann ist er Müll. Dann brauchen wir den nicht. Ach, Mann. Level 66, das gibt es doch nicht. Das Basiliskenglück hat uns jetzt auch verlassen, wie es scheint. Wobei, da hatten wir ja eigentlich auch kein Glück. Wir hatten eigentlich nur... Eigentlich hatten wir nur welche gefunden, aber die waren halt alle kacke. Aber ich glaube, ich gehe gleich in die Green Zone und suche den Basilisken, weil da finde ich besser welche. Und vielleicht mache ich hier mal einen Wild Dino Vibe oder sowas, weil das hier ist echt ehrenlos, dass ich jetzt hier fünf Folgen hintereinander suchen muss und finde nichts. Das gesamte fucking Let's Play leidet irgendwie darunter. Das ist... Und ich sehe es nicht ein, dass ich drei Stunden Offscreen suchen muss. Und dann geht ja das ganze Spiel wieder von vorne los. Gut, dann haben wir die Baryonyx, alles klar, jetzt geht derselbe Schritt mit Basilisken wieder los. Spino glaube ich nicht, weil von denen gibt es einfach... gibt es wie Sand am Meer überall, aber... Oh, warte mal, ich habe auf Find Tribe Dinos gedrückt. Ach, das ist doch belastend. So, einmal noch hier runter. Bei diesen ganzen Elementfällen und so brauche ich nicht gucken. Da schwimmt es recht schlecht als Baryonyx. Ja, und hier an dem Fluss waren, an dem See waren wir jetzt auch schon 30 Mal. Es gibt einfach momentan, es gibt einfach kein Baryonyx für uns. Es gibt nichts. Es ist halt super ätzend. Dann müssen wir vielleicht die rote. Ich wollte die eigentlich in der richtigen Reihenfolge machen. Also in der richtig, es gibt keine richtige, aber halt in der chronologischen, ne? Der Eingang zur Höhle wäre übrigens... Wo wäre der? Ich glaube, irgendwo hier vorne. Irgendwo hier auf dem See ist das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mehr wo. So. Lass mich vorbei! Na super, der Ankylo ist jetzt Level 500 oder was? Nee. Ja, da geht's runter, genau, da ist es. Da müssen wir dann hin. Wenn wir dann irgendwann in 300 Jahren mal diese blöden Baryonyx bekommen. Ich überlege wirklich langsam. Alter, come on. Sarko gleich instant 3 über Level 100. Ich überlege wirklich irgendwann aus Frust einfach Krokodile zu nehmen. Damit würden wir uns sehr, sehr viel, sehr schwächen im Vergleich zu Baryonyx, aber was soll ich machen? Das hier ist ja unfassbar, Alter. 42, ja, es wird, ja. Komm, bevor die ganze Folge jetzt nur aus frustriertem Suchen besteht, gehen wir jetzt hoch und suchen halt einen Basilisken. Es ist ätzend as fuck, aber ich glaube... Ich will jetzt hier nicht die Folge vollstänkern und mich beschweren in einer Tour. Das ist halt jetzt gerade wirklich ätzend, weil... Die Vorbereitungen, die... Also alles, was in unserer Gewalt liegt, haben wir gemacht.
wenn nichts spawnt, was wir gebrauchen können, dann kann ich nichts tun. Also außer Dino Wipe. Oder ein Dutzend Mal hier durchfahren und alle Baryonyx töten. So, ist hier bei den Spinos irgendwas respawned? Oh! Alter, und das Krokodil ist instant besser als jeder Sakko, den wir bis jetzt... der Sakko ist das Krokodil. Als jeder Spin... Mein Gott, als jeder Baryonyx, den wir bis jetzt gefunden haben. So. 162er Kroko. Ich überlege halt gerade wirklich. Ach Mann, ich wollte ja eigentlich... Ich hab's gewusst, dass die mich jetzt erwischen. Ciao. Hinfort. Ist der Sakko jetzt da runtergefallen? Ich glaube, der ist runtergefallen. Oder er steckt irgendwo in die In-Between. Der wirkt aber nicht so, als wäre er noch unbedingt hier. Ich gehe mal einfach jetzt hier runter und bomb. Da ist aber einer. Da ist ein Baryonyx. Da ist der Sakko, okay. Ey, Alter, ohne Witz, ich überlege es wirklich, der hat 30 auf Leben. Oder die hat 30 auf Leben. Es ist mir mittlerweile, weißt du, dann drauf geschissen. Dann machen wir einen Krokodilsquad und gehen mit denen da runter. Dann brauche ich auch die Kibbel nicht benutzen. Also, der hat 4000 Torpor, das wird halt ein Walk in the Park. So. Gut, aber nicht so mit den ganzen anderen Viechern, die hier rumlaufen. Und ich darf vor allem, ich darf das Krokodil nicht erwischen. Ich darf hier das Krokodil nicht hitten. Aber dich! Oh, und es kommt direkt dahinter. Ich muss aufpassen. Der Baryonyx ist ja auch komplett im Wasser. Das heißt, er kann schwimmen. Das heißt, er kann mich stunnen, wenn ich ihn erwische. Da sind die Aale auch noch. Die Metro. Das ist so ein Einkaufsding. Sind wir, Alter, noch ein Kakinos? Ey, was ist denn hier los? Alexina bekommt die XP ohne Ende spendiert. Alter, was ist denn hier los? Ist das mein Krokodil? Ich glaube. Ich sehe es nicht. Hier sind zu viele Viecher. Nein, ist es nicht. Alter, what in the actual... Ich meine, hier ist eine schöne Stelle, aber... Ja, dann halt Sakko. Dann nehmen wir halt Sakkos mit. Ganz ehrlich. Alter, was ist denn dein Level? Natürlich. Wobei der echt cool aussah. So, lass mich das mal wegschmeißen. 10 Level up, Alter. Komm, wir machen mal hier 1000 Gewicht, Rest ist Damasch. Und dann sind wir eigentlich good to go. Zumindestens. Jetzt ist der Spino auch noch hier runtergefallen, der eine. Und die Ravager werden auch Stress wollen. Und die Aale auch. Und ach Mann. Schaffe ich das Krokodil irgendwo zu netten hier? Also bestimmt, aber schaffe ich das, ohne dass mich dann danach irgendwas angreift? Das ist die große Frage. Wo ist vor allem das Krokodil? Das ist jetzt nicht gestorben, oder? Ich habe vielleicht den Überblick verloren in dem Chaos. Boah, das war jetzt bitter. So, den Aal haue ich gleich mal weg, wenn ich dazu komme. Alea Jagda Esk. Oder Est. Scheiße, ich glaube. Außer der ist hinterm Wasserfall. Da glitschen ja Tiere auch ganz gerne mal rum. Ich kann auf jeden Fall den 54er hier mal wegbeißen. Die Lamprey ist auch weg. Den Speedo machen wir auch weg. Der hätte mich sowieso angegriffen, wenn ich ihm zu nahe gekommen wäre.
Au, alter Junge. Der tritt mich einfach weg. So. Ich hoffe, der ist nicht irgendwie unter die Map gefallen oder so. Das kann halt sein, ich müsste mir die Folge angucken, damit ich sehe, ob ich den getötet habe. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts. Das kann halt echt sein, wenn ich... Ah, die Karkinos haben ja auch um sich rumgeprügelt wie wild. Da kamen ja 5, 6, 7 Karkinos hintereinander. Ich habe probiert aufzupassen, aber Alter, das war recht schwierig, sage ich mal. Okay, wir haben wieder 5 Level up. Dann machen wir ein bisschen Ausdauer. Alexina ist jetzt eh schon Veteran. Scheiße. Kannst ihn halt auch leicht übersehen, ne? Der kann auch irgendwo hinter einem... Der könnte auch hier nochmal runtergefallen sein. Das könnte halt auch sein. Ich guck mal. Da ist ein Baryonyx, Level 12. Toll. Da ist ein Sarko, aber 24. Scheiße, ich muss mir die Folge angucken. Ich guck mir die Folge an, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin. Und dann gucke ich, ob ich den wirklich aus Versehen erwischt habe. Ich glaube es fast. Also wo sollte der sonst hin sein? Hier hoch doch nicht? Das wäre ein bisschen sehr weit. Nee, der muss irgendwie in dem Getümmel... Muss ja nicht ich gewesen sein. Können auch die Karkinos gewesen sein. Fuck. Okay. Komm, schmeiß das da weg. Ah, das ist ganz schön kacke. Der könnte auch halt hier irgendwo unter einem Felsen klemmen und ich sehe den Umriss dann nicht. Das kann halt auch wieder sein. Es ist... Titano Boa hat dir was fallen lassen... Da liegen Rucksäcke vom Dimetrodon. Ja, es bringt nichts. Also, der scheint nicht mehr hier zu sein. Warum auch immer. Ach, scheiße. Okay, jetzt habe ich aber ein bisschen Blut geleckt. Ich finde die Krokodile nämlich eigentlich wirklich cool. Die sind halt nur einfach nicht so geil wie Baryonyx. Rein jetzt vom... Vom Fighten her. So. Ja gut, wenn der in dem Getümmel da gestorben ist, dann 90% Tag. Dann sage ich ganz ehrlich, das würde mich auch nicht überraschen. Lass uns mal hier lang gucken. Ich könnte eigentlich die Dino-Tracker da unten benutzen, jetzt wo ich gerade... Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir den überhaupt haben. Komm, ich geh mal hier rüber auf die andere Seite, wo er runtergefallen ist. Und dann gucken wir einfach mal. Sarko 24, Sarko 18. So, interessiert mich jetzt. Hier ist kein Sarko. Okay, der ist tot. Dann muss der eigentlich tot sein. Also... Oh. Alles andere würde mich eigentlich schon wundern. Der ist in diesem scheiß Getümmel gestorben. Ja. Ach man, Alter. Aber da sind auch wirklich 300 fucking Karkinos auf mich losgegangen auf einmal. Da konnte ich nichts machen. Vor allem sah das 55er Sarko genauso aus. Und wahrscheinlich habe ich die auch noch durcheinander gebracht, weil der 54er hat ja überlebt. Ach, Mann. So, ich kann gerade nur springen, weil ich die Dings ausgerüstet habe. Wir gucken mal. Ja, gut. Jetzt geht das hier so los. Pass auf. Jetzt finden wir gleich dann irgendwann plötzlich ein Baryonyx ohne irgendeinen Grund einfach. Obwohl die gar nicht hier oben sind. So, Alter, wie viele Sarkos. Okay.
Das gibt mir aber gerade schon so ein bisschen so Motivationsschub, wie viele das sind. So. Sako 114, das ist doch schon mal die richtige Richtung. Gut, wir folgen dem Fluss. Wir müssen doch jetzt mal wieder halt irgendwas Nützliches erwischen. Sako 180, let's go. Wo bist du? Da bist du. Dino-Tracker weg. Ist der tot? Nein, ich dachte gerade, der ist gerade in der Todesanimation, aber alles gut. Spino ist Level 66. Ist der Sako stuck? Der könnte sogar stuck sein. Aber nur um auf Nummer sicher zu gehen, gehe ich mal hier hinten hin. Hier ist nämlich gerade nichts. Ja gut, dann halt Sako, ne? Also wenn Baryonyx nicht wollen, dann halt Sako. Was sind denn so deine Stats, Großer? Oh, die sind auch noch nicht schlecht. Habe ich da gerade drüber geschossen? Ist der genau in dem Moment runtergegangen? Ja, komm, Großer, let's go. Zack, schön ins Näschen rein. Oh, ich habe eh den Schutzanzug an, habe ich vergessen. Wir haben ja Rüstung schon gewechselt. Ja, guck mal, den legt's gleich hin. Der wird sich gleich schön genüsslich in den Erholungsschlaf begeben. Na, was ist? Kein Bock mehr anzugreifen? Was ist los, Kumpel? Fühlst dich nicht mehr so danach? Na gut, dann helfe ich dir halt dabei zu entspannen. So, Alex, komm her, Großer. Wir haben endlich Fortschritt. Oh, ich hab's dir doch gerade gehört. Oh, Alter. Ich hab sie gerade noch gehört. Die scheiß Ravager. Alter. Die Mistviecher, die. Okay. So. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viel wir brauchen. Ich glaube, 5 ist gestanden da, ne? Ja, dann halt Sako. Alex, bitte nicht drauftreten auf unser Kroko-Bro. Krokodilio. So, liegt mit dem Gesicht natürlich im Felsen drin. Das ist ja fantastisch. Okay. Achso, genau. Ich wollte gucken, was ich brauche. Ich brauche... Wie viel haben wir vielleicht? 5-mal stand, glaube ich. Genau, wir haben 6-mal reingelegt. Das passt. Okay. Ja, immerhin. Dann halt doch Krokodile statt Baryonyx. Was soll ich machen? Dann, da finden wir wenigstens auf Anhieb irgendwas. So, die Tech-Tiere ignoriere ich mal ganz kurz. Und dann würde ich mich ganz kurz hier oben nochmal umsehen. Da unten sehe ich doch zum Beispiel einen. Mal gucken, was haben wir hier? Nix. Baryonyx? Baryonyx. Baryonyx finden wir hier oben keinen. Okay. Ha, die fressen bei 50 Nahrung. Der wird also nicht lange dauern. Ich muss mal abwarten, wie viel Taming der dann bekommt. Der ist halt Max-Level. Das ist schon geil. Das ist geil. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn der Sako fertig ist. Ich habe den Tracker noch in der Hand. Wir sehen uns, wenn der Sako fertig ist. Und dann gucken wir uns den mal an. Und dann würde ich sagen, geht die Suche nach Sako / Basilisk nächste Folge nochmal weiter. Jetzt haben wir wenigstens endlich Fortschritte gemacht. Auch wenn ich Baryonyx halt jetzt nicht habe. Aber ja, dann ist es halt so, ganz ehrlich. Wir sehen uns, wenn der Sako fertig ist, wieder. Gucken uns mal die Werte an. Und dann geht nächste Folge weiter. Basilisken suchen und Sako suchen. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.